Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Gilde 3 mit unserer 5. Staffel und der nun 29. Folge, vorproduziert am 29.08.2021. Bevor es aber losgeht, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Rabenschrei. Denn der liebe Rabenschrei hat am 28.10.2020 ein öffentlich sichtbares Abo dagelassen auf YouTube. Herzlichen Dank dafür, mein Lieber. Du warst Herz Nummer 361. Der Rabenschrei wird jetzt aber ausgeblendet und ich will euch was Neues einblenden. Habe ich die Bildschirmaufnahme eigentlich drin? Ich glaube nämlich nicht. So. Ich gehe mal auf Steam mit euch gemeinsam. Wie gesagt, heute ist der 29.08. Ihr seht es auch unten. Ihr seht es nicht unten rechts. Warum nicht? Moment. Und was läuft hier falsch? Und was stimmt hier nicht? Hallo? Bildschirmaufnahme? Ich hätte gerne eine Bildschirmaufnahme. Es wäre schön. Die Aufnahme mal ausmachen. Ah, okay. So, erstens, meine Fresse hier oben, hier, die habe ich erstmal verkleinert. Ich habe hier gesehen, mein letztes Mal war viel zu groß. Ich habe teilweise die ganzen Menüs überblendet, auch mit dem Käsetoastrahmen und alles. Und hier auf Steam seht ihr, unten rechts seht ihr auch, hier ist 29.08. Das Update Gedönse 0915 ist noch nicht so weit, aber es ist schon so gut wie weit. Sie befinden sich jetzt gerade eben, das schreiben sie hier nochmal in etwas längerer Erklärung, wie sie vorgehen bei diesen Versionen der Spiele, sind jetzt gerade dabei, das zu stabilisieren. Also weiteres Balancing, Bugfixing und so weiter und so fort. Also sprich, das ist testen, bevor sie es auf den Markt geben, beziehungsweise bevor wir dann noch weitere Bugs ausfindig machen können, um sie wiederum vom Entwickler fixen zu lassen. Mein Timer läuft jetzt doch endlich gut. Okay. Ankündigung, so an sich. Der Patch enthält nicht nur Bugfixes und Balancing, sondern auch die Spielerpartie aus 3 Charakteren. What? Was ist das? Wie ist der Inhalt von euch? Ich habe noch nicht gelesen darüber, aber was soll das bedeuten? Im Multiplayer 3 Partien oder wie oder wer da was? Wäre auf jeden Fall ganz cool. Dann den neuen Grauner Beruf Schmuggler und ein Podest, von dem aus ihr den Bürger, zu den Bürgern sprechen könnt. Hm, sehr schön. Enthalten sind auch... ist auch, dass Kunden von Dienstleistern Waren aus dem Lager konsumieren können. Zum Beispiel der Bader. Also sprich, du kannst dann schön in der heißen Wanne sitzen und dabei noch eine ordentliche Wurst mit Sauerkraut fressen. So stelle ich mir das gerade vor. Nur mal so an sich kleiner Exkurs in dem, was uns da demnächst erwarten wird. So, jetzt bin ich wieder in Spielaufnahme, oder? Bin ich jetzt in Spielaufnahme oder haben wir noch die... Moment. Alles gut. Okay. Wir befinden uns immer noch auf Helgoland, demzufolge. Und da habe ich ein bisschen was vor. Ein kleines bisschen. Ob denn meine Gaunerreiter, meine Schweinereiter, ob die denn jetzt hier Einzug finden werden auf Helgoland, weiß ich noch nicht zu 100%. Aber die Insel zu beherrschen, wäre schon mal ganz nice. Ich habe aber mal ein bisschen was anderes vor. Und zwar habe ich mir mal unsere Grobschmiede angeguckt und nochmal geguckt, was wir denn alles so produzieren könnten in Zukunft, wenn wir denn den jeweiligen Status erreichen und die Gebäude aufwerten können. Von Pistolen hin zu Streitkolben hin zu Plattenharnische ist alle dabei. Und ich habe auch schon mal ein bisschen vorläufig geguckt, was denn so die besten Preise bringen würde dafür, dass wir dann selber noch Sachen herstellen und so wenig wie möglich einkaufen müssen. Und da bin ich tatsächlich drauf gekommen, dass der Plattenharnisch und das Langschwert, die Sachen sind ja am erfolgsversprechendsten sind, wenn ich noch berücksichtige, dass wir noch einen Export in andere Häfen mit drin haben. Sprich, selbst wenn ich mal den Markt übersättigen sollte hier auf Helgoland, wie jetzt hier zum Beispiel bei Langschwert oder bei Plattenharnisch, könnte ich halt immer noch exportieren. Und beide benötigen Politur. Und Eisen und lederne Waffengriffe. Der lederne Waffengriff, so rum, den braucht natürlich nur das Langschwert. Ein Waffengriff am Plattenharnisch macht nicht viel Sinn, ich weiß. Habe ich ausgeblendet? Ja. Aber Politur braucht beides. Und den Waffengriff, den macht man, glaube ich, bei der Holzverarbeitung. Wir können ja mal gucken. Ich gehe mal auf die Märkte. Achso, ich lasse mal die Zeit ein bisschen laufen. Auf normal. 10 unbeschäftigte Leute. Gucken wir uns gleich an. So, wenn ich jetzt auf den Markt klicke, kann ich ja hier oben auch Dinger suchen. Wenn ich jetzt hier auf Waren klicke zum Beispiel, also alle Waren und dann Sachen eintippe. Jetzt gebe ich mal den ledernen Waffengriff ein. Da ist er auch schon und dann sehe ich hier. Achso, ich bin schon bei der Preisentwicklung. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Da sehe ich hier, dass der lederne Waffengriff in der Holzverarbeitung der Stufe 2 hergestellt wird. Der einfache Waffengriff wiederum. Einfacher Waffengriff.
Der wird im Grobhandwerker hergestellt, den hatten wir ja schon mal, um die Dolche herzustellen. Also sprich, da hätte man auch wieder eine Warenverkettung zwischen den Handwerksberufen. Den ledernen Waffengriff wiederum, dazu müsste ich nochmal über Talentebruch dann extra... Oh, Prinz irgendwo? Okay. Darüber müsste ich ja dann extra über Handwerk nochmal Holz wählen. Wo ist er? Da ist er, der lederne Waffengriff. Und sich jetzt bis hierhin hocharbeiten plus Betrieb zu bauen, finde ich jetzt ein bisschen too much, ehrlich gesagt, für das, was ich vorhabe. Stattdessen habe ich mir überlegt, wir gehen lieber in die Wissenschaft, wir gehen ein bisschen auf Apotheke 2, damit wir die Politur herstellen. Die Politur selbst bringt uns jetzt nicht den Mega-Gewinn, aber die Zwischenprodukte bis dahin, die können wir dann auch verkaufen. Beziehungsweise mit einem Kräuterkundler können wir, glaube ich, auch... Ja, verletzte Patienten behandeln, genau. Verletzte und kranke Patienten können wir da behandeln. Und damit können wir uns auch wieder beliebt machen. Hier können wir vergiftete Patienten behandeln, das ist auch neu hinzugekommen. Eine neue Dienstleistung. Entschuldigung. Und ja, ein kleines bisschen noch nebenbei Geld verdienen. So, was ist hier los? Brennt das hier irgendwo? Weil die Musik, die gerade zu hören ist, die ist eigentlich für Feuer. Ich sehe keinen Rauch am Horizont. Okay. Zurück zur Preisentwicklung. So. Wir gucken uns mal unseren Kettenpanzer an. Kettenharnisch, wie hieß er? Kettenpanzer. Der Kettenpanzer, wir sehen, der kann ja bis zu 812 Gewinn bringen, 812 bringen, wenn wir den verkaufen. Wenn wir ihn einkaufen wollen, 1218. Also schon mal eine riesige Marge auf dem Markt so an sich vorhanden. Und in der Entwicklung sehe ich, in Oberland, wo wir das verkaufen, haben wir den Markt langsam gesättigt, weil der Preis, ihr seht es an der Kurve, der sinkt. Ihr seht ja, der rote Balken, die rote Kurve, die geht immer tiefer runter. In Unterland verkaufen wir das momentan noch nicht. Das heißt, unsere Fuhrknechte werden alles wahrscheinlich erstmal nach Unterland fahren, um es dort zu verkaufen, weil dort ist der Preis noch relativ hoch. Und wenn ich jetzt aber hier in Klippenstadt gucke, das ist ja direkt nebenan, das ist ja dieses kleine Dörfchen hinten links. Dieses hier drüben. Ist es doch, oder? Bist du Klippenstadt? Du bist Klippenstadt. Da ist es auch schon teilweise gesunken. Dasselbe, exakt dasselbe, wird auch dementsprechend, Moment, mit unserem Gambeson sein. Wir gucken mal, ob ich recht habe. Ich bin nämlich viel zu lange nicht mehr auf die Preisentwicklung eingegangen. Die war ja ein relativ großes Update. So, hier sehen wir es auch. In Oberland... Schon mal gesunken, dann wieder leicht gestiegen, dann wieder gesunken. Da hatten wir beim letzten Mal auch ein bisschen Probleme mit der Nachproduktion. Da war ich ja noch am Feinjustieren der Handelsrouten. Unterland sind unsere Vorknechte noch nicht hingelaufen. Klippenstadt sehen wir auch ganz am Ende hinten noch so einen kleinen Abfall vom Preis. Also, so an sich, wir holen nicht das Bestmöglichste raus. Deswegen will ich nicht nur auf die Politur jetzt gehen, sondern ich möchte auch auf Fernhandel gehen. Jetzt gucke ich hier nochmal in die Talente rein. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, ob wir den Fernhandel schon hatten. Jemanden auf Fernreise schicken ist was anderes als Fernhandel, möchte ich behaupten, oder? Freibürger? Handelsreise. Hier ist Handelsreise Freibürger. Okay. Wie alt sind denn unsere Kids? 10, 9, 7 und 6. Okay, da geht noch ein bisschen was. Ich hab nichts gemacht. Sag mal, warst du eigentlich schon in der Schule? Ich glaube nämlich noch nicht. Viel Spaß. Doch, du magst. Spielen wir was zusammen. Du darfst mittlerweile auch schon zur Schule gehen. Alles klar. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass sie alle zur Schule gehen, weil dadurch, dass ich ja den Roman auch versehentlich zur Schule geschickt habe. Sollen sie jetzt einfach mal alle zur Schule gehen? So, was ist hier los? Warum habt ihr nichts zu tun? Hier? Ihr habt kein Eisenerz. Wird aber gerade gebracht. Okay. Jemand hat euch gelobt. Das finde ich schön, dass mich jemand lobt. Gut, Apotheke und so, ne? Da gehen wir jetzt hin, denn ich brauche sowieso, um auf die nächste Stufe von der Schmiedekunst zu kommen, brauche ich den Junkerrang. Und der Junkerrang ist noch nach dem Edelmann. Und der Edelmann alleine kostet mich schon 20.000 Gulden und 1.000 Einfluss. Und dann noch der Junker 30.000 Gulden und 1.500 Einfluss. Das heißt, wir brauchen mehr Betriebe, damit mehr Output da ist. Und wir haben noch Platz für 3 Betriebe. Also legen wir da jetzt los. Dass ich erstmal sage, wir reparieren mal einmal durchweg alle Gebäude. Hier? Fast daneben geklickt. Fast das Ding abgerissen. Das hätte mir jetzt noch gefehlt. So. Einmal alles durchreparieren. Hier ist es. Ja, auch nochmal. So.
Hier auch nochmal. So, das heißt, wir haben jetzt nur noch 10.000 übrig. Das hat mich jetzt 5.000 gekostet? Oh, hey. Oder er war irgendwo einkaufen. Kann auch sein. Gut, das war das eine Ding. Das nächste Ding wird sein, dass wir uns natürlich erstmal die Wissenschaft freischalten müssen. Dadurch, dass es ja nicht meine Startberufsklasse ist, muss ich da jetzt erstmal drauf eingehen und sage, okay, 500 Einflusspunkte, ja, hast du. Aber ab jetzt habe ich halt die normalen Kosten, die ich hätte, wenn das mein Startberuf gewesen wäre. Ich brauche mal kurz ein bisschen was zum Nachölen der Stimmbänder. Sorry. So, und jetzt gehe ich natürlich auch für 1000 auf die Kräuterkunde. Nochmal gleich für 750 voll oben drauf gesetzt und nochmal für 1750 hier nochmal drauf gesetzt und jetzt nochmal 3500, weil wir backen keine kleinen Brötchen, wir backen gleich große Brote. Ich hätte auch auf die Nahrungsproduktion gehen können, ich weiß, aber nee. Bis jetzt kann ich Politur herstellen, theoretisch, wenn ich denn schon eine Apotheke habe. Schon wieder Feuermusik. Das ist so ein bisschen Flashback. Ah, hier brennt es wirklich. Okay. Ich wollte gerade sagen, das ist so ein bisschen Flashback wie damals der 12-Stunden-Stream, wo der Ghost und der Latz erstmal die ganze Stadt, die ganze Insel in Brand gesetzt haben. Ich hab nichts gemacht. Schmidt, seid ihr auf meiner Liste? Nicht mehr, habt ihr Glück gehabt. Kann gerade nicht. Aber das hier ist eigentlich Familie Arms. Arms steht auch nicht mehr drauf. Robin? Ja. Geh mal helfen. Wo war denn das mit dem Helfen? Den Feuer löschen. Huch. Auf die Schnelle den Wassereimer finden. Wo war er denn? Hier. Feuer löschen. Bringt Erfahrungspunkte und ein bisschen Einflusspunkte. Hier. Zack. Wird erledigt. Gucken, ob wir noch rechtzeitig kommen. Wenn ich kann gerade nicht. Ja, ist ja gleich um die Ecke. Warum hast du eigentlich nichts zu tun gehabt? Was, wie, wer, wo? Amtsträger ernannt. Ja, auf die Ämter gehen wir natürlich auch noch ein. Hier drüben brennt das auch noch. Ach du Jemini. Welche Familie ist das jetzt? Das ist schon wieder. Das ist dann Familie Mainz. Mainz steht bei mir noch auf der Kippe. Hat noch 3 Minuspunkte. Hat funktioniert, hab's gelöscht. Wunderbar. Was gibt so, lass wieder arbeiten gehen. Und tut nichts. Sag mal, ist der angestellt? Habe ich ihn rausgekantet? Ich weiß es gar nicht mehr. Hier ist er. Was ist denn los? Warum stellst du nur her, Robin? Es fehlen irgendwelche Ressourcen. Holzkohle fehlt. Ja. Ist jemand dabei, die einzukaufen? In Reinhardt haben wir ja auf der normalen Route. Hier lagerigen Einheiten. Geht geradezu das Eiserne Herz. Hat irgendwelche Sachen verkauft anscheinend. Wie, du hast nichts zu tun. Was ist denn los? Warum holst du keine Kohle? Also im Unterland gibt es sehr viel Kohle. Er bringt einfach wieder Bus und Panzer weg. 20 bis 60. Beschaffen, beschaffen. Okay. Mir hat nämlich noch ein lieber Zuschauer geschrieben, dass dieses ganze Hin- und Hergedröse, was ich gemacht habe, mit den Waren anpassen zwischen den Betrieben, diese Verschiffung der einzelnen Waren in der Route, in der manuellen Route, dass das wohl mittlerweile auch gehen würde, wenn ich das per Lagerregeln einhalten mache, dass die vorzugsweise zuerst in die eigenen Betriebe gehen und dann in andere Betriebe oder Märkte gehen. So, hier hat er gerade ein Oberland Kohle geholt. Ein Unterland ist noch günstiger und da sogar relativ teuer. Okay. Hm. Aber sag mal, Kohle, wo kann ich die herstellen? In der Holzfällerhütte, ja klar. Die müsste ich dann dafür pachten. Wäre eine Überlegung wert. Die Holzfällerhütte und die Mine zu pachten. Aber ich habe ja gesagt, das Pachtsystem gefällt mir noch nicht so wunderprächtig. Da muss noch nachgearbeitet werden. So, jetzt werden noch wieder Eisenbahnen hergestellt. Wunderbar. Okay. Es ist dunkel. Ach hey. Beschleunige mal die ganze Geschichte hier. Jetzt haben doch alle Feierabend. Sag mal, brennt jetzt hier noch mehr? Wow. Aber das sind KI-Dinger. Welche Familie ist das hier? Familie Tierkes? Tierzke? Tierkes. Steht bei mir mit minus 1 da. Die haben jetzt Pech. Das sind meine Betriebe nicht da hinten. Wir beschleunigen trotzdem mal die ganze Geschichte. Und bauen. Bauen, 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 bauen. Wir fangen an mit einer kleinen Kräuterhütte. Ja. Kleine Kräuterhütte. Kostet nicht viel. Heißt Kräuterkranz.
muss hier unten errichtet werden. Oder darf ich die mittlerweile auch hier oben errichten? Nee, muss unten errichtet werden. Das weiß ich bloß ehrlich gesagt gar nicht. Ach ja, hier brennt es ja auch. Lagerscheune. Auch von der Familie, mit der wir gerade schon geholfen haben, von den Harms. Ich bin... Frau. Frau, geh du mal helfen. Robin produziert gerade Geld. Hier. Dann haben wir hier noch die Mühle. Oh, Jahreswechsel. Ach, herrje. Mitternacht und alles in Ordnung. Ränken können wir auch helfen. Darf Hilda eigentlich schon? Nee, Hilda darf noch nicht. Hilda darf aber schon Dienstleistungen anbieten. Interessant. Die ist gerade mal 10 Jahre alt. Aber sie darf schon heilen. Weiß nicht, ob das so gewollt ist vom Entwickler. Aber macht irgendwo wenig Sinn, dass sie nicht ab... Weil ich kann sie doch gar nicht einstellen. Ach Quatsch, bin ich doof. Nein. Ach Robin. Sie darf sich behandeln lassen. Das ist natürlich ein ganz anderer Unterschied. In Herrschaftszeiten bin ich blöd manchmal. So, da haben wir gelöscht. Jetzt. Immer auch hier drüben löschen. Hier brennt es nicht mehr. Okay. Aber daneben brennt es noch. Die Kräuterhütte, die niemanden hier hört. So, machen wir uns auch ein bisschen beliebt, ne? Wenn wir beim Feuerlöschen helfen. Und vor allem ist diese bedrohliche Musik dann noch endlich mal weg. Na, wie lange brauchst du noch? Bist gleich fertig, ja? Gut. Ich find's ein bisschen verdächtig, dass Wiebke hier steht mit einer Fackel in der Hand und das Haus brennt. Was macht sie? Jubelt. Okay. Jubelt uns jetzt dazu, oder? Alles in Ordnung. Ein schöner Tag heute. Schön euch zu sehen. Es ist mir eine Freude. Ich glaube, die jubeln jetzt der Gezke zu. Ich bin gerade beschäftigt. Ich weiß, dass du beschäftigt bist. Ich warte darauf, dass du nicht mehr beschäftigt bist. Das dauert mir ein bisschen lange hier. Mach mal. Sie fest? Die macht das immer wieder neu. Guck mal, Leute. Hör mal auf damit und mach mal neu. Gleich wie in dem Jahreszeitenwechsel. Nee. Oh, er springt immer wieder zurück. Was? Jemand integriert gegen uns? Warum? Wieso? Weshalb? Jetzt ist vorbei. Jetzt haben wir abgeschlossen. Ich habe draufgelegt, aber ich kann nicht sehen, was passiert ist. Hier. Ihr habt einen Teil ihres Einflusses durch eine gemeine Intrige in der oberen Gesellschaft der Stadt eingebüßt. 2 Uhr morgens und alles in Ordnung. Ja. Ihr wisst nicht, wer gegen euch intrigiert hat, außer dass es ein Protestant gewesen sein muss. Aha. So, und die Gebäude werden repariert. Wunderbar. Jetzt sehen wir auch mal, dass die KI auch repariert. Ist das? So. War ja mal eine Zeit lang nicht so. Wir haben jetzt auch wieder angenehme Musik. Ich spule mal vor bis 4 Uhr morgens. Jemand hat euch gelobt. Oh, da fällt mir ein. Warte mal. Für die Politur brauchen wir Jasmin, glaube ich, ne? Wo ist denn hier der Markt? Hier ist der Markt. Lumlilum. Politur. Für die Politur benötigen wir Jasmin und Alol. Alolol, ui. Alolol brauchen wir dafür? Ich sollte das schon richtig schreiben. Obst und Eichenholzfass. Und alles in Ordnung. Ach je, vielleicht sollte ich doch noch auf Holz gehen. Aber gut, Jasmin. Jetzt habe ich Caps Lock drin. Entschuldigung. So, Jasmin. Für Jasmin brauchen wir den Bader. Nee. Nicht dein Ernst. Jasmin konnten wir doch früher immer abbauen gehen. Ich brauche mal ein bisschen Helligkeit hier. Mir ist es gerade zu dunkel. Ich sehe nichts. Gute Gelegenheit für Fernhandel. So. Was, wie, wer, wo Fernhandel? Hier. Luxusgüter. Produziere ich nicht. Tschüss. Es ist immer noch sehr dunkel. Ich warte ein bisschen auf die Sonne. Liebe Sonja, komm mal. Ja, schon besser. Jetzt sehe ich ein bisschen mehr hier. Okay. Jetzt muss ich natürliche Ressourcen finden. Friedhof. Was kann man hier abbauen? Ein Jasmin.
Wenn ihr was wollt, fragt den Meister. Ein Kräuterhain? Ein Kräuterhain könnte man Jasmin abbauen, aber dazu braucht man den Bader. Ach du Jemine. Oha. Okay. Dann schalte ich mir den Bader noch frei. Dann können wir es nämlich wunderbar auch mal austesten, ob das vernünftig funktioniert, was mir der liebe Zuschauer geschrieben hat zwischen den Betrieben mit den automatischen Lagerregeln. Okay, also wir brauchen eine Kräuterhütte. Nee, warte mal, brauche ich überhaupt die Kräuterhütte? Eigentlich nicht, eigentlich brauche ich nur die Apotheke. Aber in der Kräuterhütte kann ich die Dienstleistungen anbieten. Zuallererst kommt der Bader. Ja. Bauen. Nicht erforschen. Bauen. Hier. Baderhütte. Baden ist kein Verbrechen. Finde ich sehr passend. Ihr sagt mir nicht, die muss zwangsläufig umgebaut werden. Nee, muss sie nicht. Aber hier ist Umland. Hier darf ich es nicht bauen. Okay. Ja, dann kommt jetzt hier. Es brennt schon wieder irgendwo. Hier. Lagerscheune von Familie Mehns. Mehns steht bei mir auf der Liste. Als negativ eingetragen. Okay. Badehütte ist das eine Ding. Apotheke ist das nächste Ding. Hier. Tinkturerei wäre das in dem Fall. Für 5 satte 1000. Ist echt nicht wenig, ja. Auch die aber. Muss in der Stadt gebaut werden. Also kann in der Stadt gebaut werden, steht da. Wirksam schnelle Hilfe. Wir sehen aber hier, außerhalb der Stadt kann es nicht gebaut werden. Also eigentlich müsste man dieses Wort kann in der Beschreibung ersetzen durch muss. So, wenn die hier rein marschieren, mache ich mal hier drüben eine Abzweigung an der Straße. So. Außen sehr viel Geld. Das finde ich gut. Jemand hat euch gelobt. So, in der Baderhütte selbst können wir ja aber wenigstens auch das Kundenbedienen mit einfügen. Was ich sehr gut finde, ja. Was wir hier brauchen? Was braucht man hier überhaupt? Was wollen wir hier herstellen? Was brauchen wir hierfür? Muss hier nicht irgendwie noch was benutzt werden dafür? Jasminöl zum Beispiel oder Schminke? Nee, noch nicht. Das kommt dann, wie ich euch vorhin vorgelesen habe, mit dem nächsten Update dazu. Was ich ja auch ganz praktisch finde. Ich bin gespannt, ob dann die Dienstleistung plus die Warenleistung als Gebühr abgerechnet wird, wenn die fertig sind. Und vielleicht sogar noch Beliebtheit bringt, wegen Trinkgeld geben, weil wir uns gut angestellt haben und. Hier haben wir ja dann die Besucher drin, genau. Was haben wir hier für Besucher? Patienten und Kunden warten auf Behandlung. Besucher und NSCs und Charaktere, die zu anderen Dynastien gehören, kann ich hier auswählen. Okay. Patienten, die behandelt werden. Okay. So, jetzt zeigt er wieder alles an. Okay. Muss man ja auch erstmal kapieren, den Filter, ne, Robin? Muss ja auch erstmal kapieren. Wir brauchen hier eigentlich nur Jasmin. Dann möchte ich ja auch nur Jasmin haben. So. So. Es brennt schon wieder irgendwo. Was ist denn hier für ein Feuerteufel unterwegs? Wo brennt es? Blind? Blöd? Beides? Ich höre das Feuer, aber ich sehe es. Ach! Nein! Nachbars! Aber wieder Familie Mehns. Wieder die Familie Mehns. Von daher lasse ich da die Hände weg. Die lasse ich brennen. So, wie sieht es denn mal aus hier? Ich bin noch gar nicht eingetreten. Doch, ich bin Zollmeister. Nein! Die Mehns sind auf der... Darf ich mich denn schon bewerben? Ich glaube nämlich noch nicht. Genau, ich brauche einen höheren Titel. Dafür brauche ich erstmal die 20.000 Gulden. An denen arbeiten wir jetzt mehr oder weniger. Okay, Gebäude ist auch fertig. Wunderbar. In der Tinkturerei will ich dann gerne Polituren herstellen. Dafür wiederum brauchen wir Jasmin und Alolol. So. Angestellten reingeballert. Macht sie jetzt so? Nee. Blöd.
Hätte ich gar nicht gebraucht. Hätte ich gar nicht gebraucht. Ah. Abbruch. Okay, dann gibt's hier nur Dienstleistungen. Fertig aus. Sollen sie sich bei uns die Haare schneiden lassen? Waschen lassen? Um das anbieten zu können, brauche ich kein Produkt. Jungs, hört mal auf. Ah. Okay. Nee, warum bist du nicht ausgewählt? Jetzt. Brech das mal ab hier. Mache mich ans Werk. Sehr wohl, Meister. Genau. Zum Gebäude und alles abladen. Sehr schön. Hier auch nochmal. So. Wir brauchen hier keinen Jasmin. Oder Fledermausput oder so. Gut zu wissen. Das heißt, wir brauchen hier noch nicht mal einen Furknecht. Theoretisch. Okay. Gut. Dann sollen sie einfach die Dienstleistungen anbieten in der Baderhütte. So, was machst du jetzt? Ups, da war die Musik weg. Okay, ich glaube, das Feuer ist gelöscht. Soll ich ein Kraut zerstoßen? Baden ist kein Verbrechen, wartet auf Arbeit. Wir haben noch keine Patienten hier sozusagen, sehe ich das richtig? Maximale Anzahl an Arbeitern, die sich zugleich um die Bedürfnisse von Kunden kümmern dürfen. Wo kann ich denn jetzt eigentlich die Servicegebühr und Preis her bestimmen? Zuallererst einmal brauchen wir hier Kundenzufriedenheit, und zwar auf Maximum, auch wenn es wieder teuer war. Produktivität. Ich weiß gar nicht, ob die hier notwendig ist. Kann ich hier irgendwo eigentlich einstellen, wie viel ein Kunde bezahlen soll? Fürs Baden? Oder rasieren oder was auch immer? Und 40 EP, aber kein Geld, oder wie? Wie? Es will auch irgendwie keiner baden kommen. Oder die kommt vielleicht wirklich nur baden, wenn wir Jasminöl produzieren. Hierfür bräuchte ich Fledermausblut, das können wir auch selber herstellen. Gucken wir mal. Jetzt noch ein Purklech dazu, der sich an die Standardlagerregeln halten soll. Muss mich mal kurz anders hinsetzen, sorry. Lümmel immer mal mit dem Stuhl so drum. Das geht dann irgendwann ziemlich auf den Rücken. Ach, guck mal, jetzt kommen sie her, ja? Jetzt kommen sie und wollen bedient werden. Aha. Wir brauchen also wirklich Einzelkosmetikprodukte immer auf Lager, damit sich die Leute behandeln lassen können. Okay. Na, dann möchte ich hier doch noch ein paar Arbeiter mehr drin haben. Produktivität ist jetzt nicht so wichtig, finde ich. Hier nochmal. Da nochmal. So. Angestellte mit rein. Jo. Angestellte mit rein. Jo. Okay. Ist ja schon mal etwas. So, wie weit sind denn die Kids? Sind die fertig mit Schule? Nee? Ich will was nee. Süßes haben. Du bist am Rumwatscheln. Du bist auch am Rumwatscheln. Wunderbar. Mann, war es wieder laut, ne? Meine Füße tun weh. Hier gibt es irgendwelche Angestellten, die nichts zu tun haben? Ach ja, klar. Lagerregeln einhalten, logisch. Da muss ich jetzt natürlich noch sagen, Verkaufslager Jasminöl, 5% Rabatt bitte. Und für die Schminke ebenfalls. So. Und hier wiederum sagen wir maximal 60. Alle. Dass es einfach maximal mal ein Slot sein soll, der belegt wird hier. Wildrose, die brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Beschaffen? Nee, nicht beschaffen, nur verkaufen. Ja. Die Wildrose brauchen wir erst für die nächste Stufe, wenn ich Rosenwasser zum Beispiel herstelle. Dann brauche ich aber auch wieder Honig dazu. Und hier für die Badeseife? Oh, wisst ihr was? Das mache ich noch. Die Badeseife? Der Barbar wird dich waschen. Glaub mir, du wirst es genießen. What? So, dann noch Rosenwasser. Und die Badeseife. Was wiederum bedeutet, wir brauchen auch Honig.
Muss ich das Gebäude aufwerten? Nee, das ist nicht aufwerten, Robin, das ist Statistiken. Auf Honig ein, aber ich habe ihm noch gar nichts gesagt, was er mit dem Honig machen soll. Moment! Ah, einmal schließen, wieder öffnen und schon aktualisiert er hier, okay. Gut, dann möchte ich hier natürlich auch sagen, maximal 60. Hier auch maximal 60. Ups, jetzt habe ich gescrollt. War blöd. So. Honig beschaffen, ja, soll er dann machen, weil für Honig selbst brauche ich einen Obstbauer. Das wisst ihr vielleicht noch aus unserem letzten Safe-Game. Auch 60. Ja, auch 60. Maximal alles jeweils. Und bei den Endprodukten sage ich hier aber Mindestmenge 5. Damit wir die halt auch für die Dienstleistungen anbieten können. So. Der Chaoslager nochmal zusätzlich. Hier haben wir schon die jeweils 5% gegeben. Hier gebe ich auch nochmal 5% Rabatt. Und hier auch nochmal 5% Rabatt. So. Der Laden läuft jetzt erstmal. Produktivität noch erweitern. Nee, ich brauche erstmal wieder Kohle. Denn natürlich, wir haben jetzt hier ein riesen Verlustgeschäft erstmal drin durch die ganzen Erweiterungen, die ich reingeballert habe. Das dauert noch ein Weilchen, bis hier mal richtig Gewinn reinkommt. Aber schon die ersten 450 eingespielt. Immerhin. So. Apotheke. Tinkturerei meine ich, Entschuldigung. Bist du? Du willst gleich wieder Schutzgeld abpressen hier, oder was? Wem gehörst du an? Niemanden. Okay. Oh, wartet. Einmal weg. Ich hab doch nicht mal das gemacht, was ich machen wollte. Aber gut, ich werde jetzt doch zwangsläufig noch mit auf die Holzverarbeitung gehen müssen. Damit ich die Fässer produzieren kann für die Alkoholproduktion. Und dann kann ich halt auch die Waffengriffe herstellen. Dann haben wir die Politur und die Waffengriffe. Okay. Ist doch ein Deal. Denn mit dem nächsten Aufstieg kommen wir ja nochmal einen weiteren Betrieb dazu. Das heißt, ich kann mich danach noch auf was anderes konzentrieren. Theoretisch. Gesehen zumindest. Okay. Aber ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ich weiß noch nicht mal, wie... Finde ich schön. Ich weiß noch nicht mal, wie ich die Folge nenne. Ich hatte mich eigentlich was anderes vor, als das, was passiert ist, wie ihr gesehen habt. Aber gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao.